Der Zahnersatz spielt eine wichtige Rolle in der modernen Zahnheilkunde und hat im Laufe der Geschichte eine interessante Entwicklung durchlaufen. In diesem Video werden wir einen Blick auf die Geschichte und Entwicklung des Zahnersatzes von der Antike bis zur modernen Zahnheilkunde werfen. Antike Zahnheilkunde und erste Formen von Zahnersatz. Die Geschichte des Zahnersatzes reicht bis in die antike Zura 1/4 CK, wo Zahni als wichtiger Bestandteil des Kaapers angesehen wurden. Schon in der Antike wurden Zahnersatzmittel wie Tierzahni, Elfenbein und sogar Metalle verwendet, um fehlende Zahni zu ersetzen. Die Menschen dieser Zeit hatten bereits ein Bewusstsein f/1/4 die Bedeutung gesunder Zahni und suchten nach Möglichkeiten, verlorene Zahni zu ersetzen. Im alten Ägypten wurden beispielsweise Tierzahni oder Steine als Ersatz f/1/4 fehlende Zahni verwendet. In der Ra-Mehrzeit wurden hingegen Metalle wie Eisen und Gold f/1/4 Zahnersatz verwendet. Diese ersten Formen von Zahnersatz waren zwar primitiv, leisteten aber ihren Zweck und halfen den Menschen, ihre Kaufunktion wiederherzustellen. Die Entwicklung des Zahnersatzes im Mittelalter und in der Neuzeit. Während des Mittelalters und in der Neuzeit machte die Zahnheilkunde weitere Fortschritte in Bezug auf den Zahnersatz. In dieser Zeit wurden Techniken wie die Verwendung von Porzellan und Keramik f/1/4 die Herstellung von Zahnprothesen eingefahr 1/4 HRT. Diese Materialien waren nicht nur langlebiger, sondern auch ästhetischer als die bisher verwendeten Materialien. In der Neuzeit wurden auch verschiedene Arten von Zahnersatz entwickelt, um den verschiedensten Bäder-1/4-Öffnissen der Patienten gerecht zu werden. Von Teilprothesen bis hin zu Zahnbra-1/4-Zähnen und Implantaten gab es immer mehr Möglichkeiten, verlorene Zahni zu ersetzen und die Kauffunktion wiederherzustellen. Die Zahnmedizin machte große Fortschritte in der Herstellung von Zahnersatz, der sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend war. Moderne Zahnheilkunde und die neuesten Entwicklungen im Bereich des Zahnersatzes. Heutzutage hat die moderne Zahnheilkunde eine Vielzahl von Möglichkeiten in Bezug auf den Zahnersatz zu bieten. Dank neuer Materialien und Technologien kann in Zahnärzte maßgeschneiderte Lasungen f/1/4 ihre Patienten anbieten, die sowohl funktional als auch ästhetisch perfekt sind. Von Keramikzahnkronen bis hin zu implantatgetragenen Prothesen gibt es heute viele verschiedene Arten von Zahnersatz, die den Bäder-1/4-Öffnissen der Patienten gerecht werden. Ein großer Fortschritt in der modernen Zahnheilkunde ist die Einvereinviertelung von digitalen Technologien wie CAD-CAM-Systemen f/1/4 die Herstellung von Zahnersatz. Diese Computergesteinviertelsten-Systeme ermöglichen es Zahnärzten, präzise und individuell angepasste Zahnprothesen herzustellen, die perfekt auf die Mundharhalle des Patienten passen. Mithilfe dieser Technologien kann in Zahnärzte hochwertige Zahnersatzlasungen in K1/4er Zeit und mit weniger Aufwand herstellen. Ein weiterer großer Fortschritt im Bereich des Zahnersatzes sind implantabgetragene Prothesen. Implantate sind K1/4er ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden und als stabile Basis f/1/4er den Zahnersatz dienen. Implantabgetragene Prothesen bieten eine langfristige Lassung f/1/4er Patienten, die mehrere oder sogar alle Zahni verloren haben. Sie sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und kann ihnen helfen, das Selbstbewusstsein und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Zu K1/4er heftige Trends im Bereich des Zahnersatzes. Die Zukunft des Zahnersatzes liegt in der weiteren Entwicklung von digitalen Technologien und der Individualisierung von Zahnersatzlasungen f/1/4er jeden Patienten. Mithilfe von 3D-Druckern kann in Zahnärzte in Zukunft noch präzisere und hochwertigere Zahnersatzlasungen herstellen. Durch die Integration von K1/4er Intelligenz in die Zahnheilkunde kann in Zahnärzte effizienter arbeiten und genauere Diagnosen stellen. Ein weiterer Trend im Bereich des Zahnersatzes ist die Verwendung von biokompatiblen Materialien, die den Natter-1/4erischen Zahninen anellen und vom Kaaper gut vertragen werden. Biokompatible Materialien wie Zirkonoxid und Titan werden immer häufiger f/1/4er die Herstellung von Zahnprothesen verwendet, da sie langlebig, ästhetisch ansprechend und gut werttraglich sind. Der Zahnersatz hat im Laufe der Geschichte eine interessante Entwicklung durchlaufen, von primitiven Tierzahninen in der Antike bis hin zu hochmodernen implantatgetragenen Prothesen in der modernen Zahnheilkunde.
Dank neuer Materialien und Technologien haben Zahnärzte heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, individuell angepasste Zahnersatzlösungen FA ein Viertel eher ihre Patienten anzubieten. Die Zukunft des Zahnersatzes liegt in der weiteren Entwicklung von digitalen Technologien und biokompatiblen Materialien, die es Zahnärzten ermöglichen, noch präzisere und ästhetisch ansprechendere Zahnprothesen herzustellen.